Guten Tag, meine Freunde. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen, euch mitzuteilen. Und zwar am 19.8., heute ist ja schon der 10.8., am 19.8. ist ein weiteres Konzert im Forellenhof in Salzgitter. Und zwar spielen dort Arrested Hookdown, Motorsingen Service, Trail of Blood und Holzen. Das Konzert wird veranstaltet von mir, KKR, Hotel 666 und Stefan von 666 Strings. Für weitere Infos zu diesem Konzert, ich werde die Facebook-Veranstaltung unten in der Beschreibung posten, könnt ihr euch weitere Infos holen. Weiter geht's im Programm. Wer von euch liest zum Beispiel das Sonic Seducer? Das erscheint morgen und in der CD-Beilage ist ein Track von mir da drauf. Zum ersten Mal als KKR beim Sonic Seducer als CD-Track-Beilage. Und zwar von Marius Salutis, ein Instrumental-Song ist da drauf und könnt ihr mal euch anhören, vielleicht gefällt euch das hier. Ansonsten könnten alle anderen, halt hier bei den ganzen Digitalportalen, könnt euch das hier überall streamen, Spotify und alles. Und könnt ihr mal unten noch reinschreiben in den Kommentaren, wie euch das gefällt. Ein komplettes Instrumentalalbum oder, naja. Ich bin mal gespannt, wie da die Reaktionen sind. Weiter geht's im Programm. Critical Mess gibt's ja nicht mehr. Die haben ihre letzten Konzerte hinter sich und die haben mich angeschrieben, also der Lommer, der Bassist von denen, hat mich angeschrieben, meinte so, wir haben von dem letzten Album, Man Made Machine Man, so heißt das glaube ich, haben wir noch 10 Digipacks da, möchtest du die haben für deinen Shop? Mach ich so, klar, schick rüber und kann ich euch verkaufen. Dazu hat er noch 5 original unterschriebene Autogrammkarten gepackt, weil schon immer von Britta und ihren Kollegen von Critical Mess immer ein Originalautogramm. Das ist ein original unterschrieben mit goldenen Edding, das sieht man. Oder nicht gedruckt oder so, ne? Wer schon immer ein Originalautogramm von Britta und Co. haben wollte, die ersten 5 Bestellungen von den Digipack-CDs packe ich die Autogramme dabei und dann. Ja, könnt ihr euch freuen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr drauf steht, auf Originalautogramme von Britta und Co. Genau, das wollte ich euch sagen. Und es gibt dann später noch mehr News, ne? Halt. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.